Was sagt Friedrich Paulus? Jawohl. Вы 1890 года рождения? 1890. Вы родились в деревне Брайтенау, района Кассель, Германии. Jawohl. Вы по национальности немец? Jawohl. Вы генерал-фельдмаршал бывшей германской армии? Jawohl. Ваша последняя должность – командующий 6-й армией под Сталинградом? Jawohl. Скажите, господин свидетель, вы обратились 8 января 1946 года с заявлением в правительство Союза Советских Социалистических Республик? Jawohl, die habe ich gegeben. Вы подтверждаете это заявление? Ich bestätige sie. Скажите, господин свидетель, что вам известно о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным главнокомандованием вооруженного нападения на Советский Союз? Aus persönlichem Erleben kann ich hierzu Folgendes berichten. Am 3. September 1940 trat ich meinen Dienst beim Oberkommando des Heeres an, als Oberquartiermeister 1 des Generalstabes. Als solcher hatte ich den Chef des Generalstabes zu vertreten und im Übrigen die Aufträge im allgemeinen operativer Art, die er mir zuwies, zu erledigen. Bei meinem Dienstantritt fand ich in meinem Arbeitsbereich unter anderem eine noch unfertige operative Ausarbeitung vor, die einen Angriff auf die Sowjetunion behandelte. Diese operative Arbeit war ausgeführt worden von dem damaligen Generalmajor Marx, Chef des Generalstabes der 18. Armee, der zu diesem Zweck vorübergehend zum Oberkommando des Heeres kommandiert gewesen war. Der Generalstabschef des Heeres, Generaloberst Halder, wies mir die Weiterführung dieser aufgrund der Weisungen des Oberkommandos der Wehrmacht auszuführenden Arbeit zu. Und zwar auf folgender Grundlage. Es sollte eine Prüfung vorgenommen werden der Angriffsmöglichkeiten gegen Sowjetrussland. Und zwar hinsichtlich des Geländes, des Kräfteansatzes, des Kräftebedarfs und so weiter. Es war dazu noch angegeben, dass etwa 130 bis 140 deutsche Divisionen im Ganzen für diese Operation zur Verfügung stehen würden. Es war ferner von Anfang an mit in Rechnung zu stellen, die Ausnutzung des rumänischen Gebietes für den Aufmarsch des deutschen Südflügels. Am Nordflügel war eine Beteiligung Finnlands am Kriege in Rechnung gezogen, blieb aber für diese operative Ausarbeitung des Heeres außer Betracht.
Zwar dann ferner noch als Grundlage für die vorzunehmenden Arbeiten angegeben, als Absicht des OKW, die Ziele der Operation. Erstens, vernichten der in Westrussland stehenden Teile der russischen Wehrmacht und verhindern, dass kampfkräftige Teile in die Tiefe des russischen Raumes entkommen. Zweitens, erreichen einer Linie, aus der die russische Luftwaffe nicht mehr wirksam Reichsgebiet angreifen konnte. Und als Endziel war gegeben, das Erreichen der Linie Wolga-Archangelsk. Die Ausarbeitung, die ich eben gekennzeichnet habe, fand Anfang November ihren Abschluss durch zwei Kriegsspiele, mit deren Leitung der Generalstab des Heeres mich beauftragte. Es waren hierbei eingeteilt die älteren Generalstabsoffiziere im Oberkommando des Heeres. Als Grundlage für diese Kriegsspiele war als Kräfteansatz angenommen worden, südlich des Pripyat-Gebietes der Ansatz einer Heeresgruppe, und zwar aus dem südlichen Polen und aus dem rumänischen Gebiet, mit dem Ziel Erreichen des Dnieper, Kiew und südlich. Nördlich des Pripyat-Gebietes eine Heeresgruppe, die stärkste, aus dem Raume um Warschau und nördlich, mit der allgemeinen Stoßrichtung auf Minsk-Smolensk, mit der Absicht, sie später auf Moskau anzusetzen. Und ferner eine weitere Heeresgruppe, die Heeresgruppe Nord, aus dem ostpreußischen Raum, Ansatzrichtung durch die baltischen Länder, auf Leningrad. Die Schlussfolgerung, die damals aus diesem Kriegsspiel gezogen wurde, war, dass man für den Ernstfall disponieren solle, zunächst einmal bis zum Erreichen einer allgemeinen Linie Dnieper, Smolensk, Leningrad, die Fortführung der Operationen, dann der Entwicklung der Lage, den sich dann herausstellenden Versorgungs- und Nachschubverhältnissen und so weiter anzupassen habe. Es fand im Anschluss an diese Kriegsspiele und unter Auswertung der dabei gewonnenen theoretischen Erfahrungen fand dann noch eine Besprechung und Aussprache statt durch den Generalstabschef des Heeres mit den Generalstabschefs der Heeresgruppen, die für den Osten vorgesehen waren. Im Anschluss an diese Aussprache erfolgte noch durch den damaligen Chef der Abteilung Fremde Heere Ost, den Oberst Kienzel, ein Vortrag über Russland, die geografischen, wirtschaftlichen Verhältnisse, Angaben über die Rote Armee und so weiter. Wobei bemerkenswert hierbei war, dass irgendwelche Vorbereitungen für einen Angriff von Seiten Sowjetrusslands nichts bekannt geworden war. Mit diesen Kriegsspielen und Besprechungen, die ich eben skizziert habe, fanden die theoretischen, gedanklichen Überlegungen und Planungen für diesen Offensivplan ihren Abschluss. Unmittelbar
darauf, beziehungsweise in dieser Zeit, am 18. Dezember 1940, gab das Oberkommando der Wehrmacht die Weisung Nummer 21 heraus. Dieses war die Grundlage für alle militärischen und wirtschaftlichen Vorbereitungen, die aufgrund dieser Weisung zu treffen waren. Beim Heere, beim Oberkommando des Heeres, wirkte sich die Verfügung dahinaus, dass nunmehr herangegangen wurde, die Aufmarschanweisungen für die Truppen, für den Aufmarsch zu dieser Operation zu entwerfen, auszuarbeiten. Diese ersten Aufmarschanweisungen wurden am 3. Februar 1941 nach einem Vortrag des Oberbefehlshabers des Heeres auf dem Obersalzberg durch Hitler genehmigt. Sie gingen daraufhin an die Truppen heraus. Es folgten in der Folgezeit noch mehrere Ergänzungen. Für den Angriffsbeginn hatte das Oberkommando der Wehrmacht gerechnet, die Zeit, die es ermöglichen würde, auf dem russischen Territorium größere Truppenbewegungen durchzuführen, das wurde von etwa Mitte Mai ab erwartet. Dementsprechend waren die Vorbereitungen abgestellt. Dieser Termin erfuhr eine Änderung, als Hitler sich Ende März entschlossen hatte, aufgrund der Entwicklung der Lage in Jugoslawien, dieses Land anzugreifen. Es wurde infolgedessen durch Befehle von Anfang April 1941 dieser Termin für den voraussichtlichen Beginn der Operation um etwa 5 Wochen, das heißt, wo muss ich da anschließen? Where you said that at the end Hitler made a change in the plan. Infolge seines Entschlusses, Jugoslawien anzugreifen. Musste der voraussichtliche Termin für den Angriffsbeginn um etwa 5 Wochen verschoben werden, das heißt auf die zweite Junihälfte. Und tatsächlich ist dieser Angriff ja dann auch in der zweiten Junihälfte am 22.06.41 angetreten worden. Abschließend stelle ich fest, dass die Vorbereitungen zu diesem Überfall auf die Sowjetunion, der am 22.06.41 realisiert wurde, bereits im Herbst 1940 liefen. Ende. Каким образом и при каких обстоятельствах было обеспечено участие сателлитов? One moment. Did the witness give the date? He said that the preparations for this attack had been prepared. And what I want to know is, did he give the date from which it had been prepared? Did you give the date from which the preparation? Ich habe es zu Anfang gegeben. Meine persönliche Beobachtung geht auf meinen Dienstantritt am 3. September 1940 zurück.
каким образом и при каких обстоятельствах было обеспечено участие сателлитов Германии в нападении на Советский Союз, какие в этой связи проводились подготовительные мероприятия. Aus eigener Beobachtung kann ich dazu Folgendes berichten. In etwa September 1940, gerade in der Zeit, in der ich diese operative Ausarbeitung für den Angriff auf die Sowjetunion bekommen hatte, bei dem von Anfang an die Ausnutzung des rumänischen Gebiets für den Aufmarsch des deutschen Rechten, also Südflügels, von Anfang an in Rechnung gestellt wurde, wurde eine Militärmission unter der Führung des damaligen General der Kavallerie Hansen nach Rumänien entsandt. Es wurde als Lehrtruppe eine ganze Panzerdivision, die 13. Panzerdivision, nach Rumänien verlegt. Es war für die in die Zukunftsplanungen Eingeweihten klar, dass diese Maßnahme nur dem Ziele dienen konnte, den zukünftigen Kriegspartner für die ihm zugedachten Aufgaben bereit zu machen. Ferner, bezüglich Ungarns. Im Dezember 1940 kam zum Oberkommando des Heeres nach Zossen in das Hauptquartier der Chef der operativen Gruppe des ungarischen Generalstabes, Oberst Laszlo. Er erbat eine Beratung in Organisationsfragen. Das ungarische Heer befasste sich damals gerade mit der Frage der Umbildung seiner in Brigaden gegliederten Verbände in Divisionen und ferner mit der Aufstellung von motorisierten Truppen und von Panzerverbänden. Der Chef der Organisationsabteilung im Generalstab des Heeres, der damalige Generalmajor Buhle, und ich, wir berieten den Oberst Laszlo. Zu der gleichen Zeit, wie dies erfolgte, waren mehrere ungarische Militärkommissionen in Berlin anwesend, dabei auch der ungarische Kriegsminister General von Bachta, die mit deutschen Stellen bezüglich Kriegsrüstungslieferungen verhandelten.
Es war uns allen, die wir in die Zukunftsplanungen eingeweiht waren, klar, dass alle diese Maßnahmen, auch der Abgaben der Waffen an andere Armeen, in der damaligen Lage nur denkbar war, wenn diese Waffen auch bei den zukünftigen kriegerischen Vorhaben zu einer Ausnutzung für uns kam. Bezüglich Ungarns ein weiterer Punkt. Infolge der Entwicklung der Lage in Jugoslawien hatte sich Hitler Ende März 1941 entschlossen, Jugoslawien anzugreifen. Ich wurde am 27. oder 28. März in Berlin in die Reichskanzlei befohlen, wo gerade eine Besprechung stattgefunden hatte zwischen Hitler, Keitel und Jodl und an der der Oberbefehlshaber des Heeres und der Generalstabschef des Heeres teilnahmen bzw. dazu befohlen war. Bei meinem Eintreffen orientierte mich der Generalstabschef des Heeres, General Halder, dahin, dass Hitler sich entschlossen habe, Jugoslawien anzugreifen, und zwar einmal, um eine Flankenbedrohung für die beabsichtigte Operation gegen Griechenland auszuschalten, die von Belgrad über Nisch nach Süden führende Bahnlinie in die Hand zu bekommen und dann aber auch für die Zukunft, für den Fall Barbarossa, von Anfang an die rechte Schulter frei zu haben. Ich wurde beauftragt, unter Mitnahme einer Anzahl entsprechender zuständiger Generalstabsoffiziere des Heeres nach Wien zu fahren, an deutsche Befehlshaberstellen entsprechende Befehle zu übermitteln und zu erläutern und dann vor allem sofort weiterzufahren nach Budapest zum ungarischen Generalstab, um mit ihm zu vereinbaren, den Aufmarsch der deutschen Truppen auf ungarischem Territorium und die Beteiligung der ungarischen Truppen an dem Angriff gegen Jugoslawien. Ich traf am 30. März früh in Budapest ein und führte die Verhandlung mit dem Generalstabschef des ungarischen Generalstabes, General der Infanterie Werth, ferner mit dem Chef der operativen Gruppe des ungarischen Generalstabes, dem Obersten Laszlo. Die Besprechungen verliefen reibungslos. Schnell zu dem gewünschten Ergebnis. Dieses Ergebnis wurde in Karten niedergelegt.
die mir vom ungarischen Generalstab überreichte Karte enthielt nicht nur den Aufmarsch der gegen Jugoslawien vorgesehenen Angriffstruppen, sondern auch eine Kräftegruppe an der karpato-ukrainischen Grenze, die dort vorgesehen war als Rückendeckung gegen die Sowjetunion. Die Tatsache des Vorhandenseins und der Aufstellung dieser Kräftegruppe ist ein Zeichen, dass auch ungarischerseits die Auffassung bestand, dass sein Angriff an deutscher Seite gegen Jugoslawien als ein aggressiver Akt von der Sowjetunion ausgelegt werden musste. Was nun das Prinzipielle der Einbeziehung des Ungarns in die Vorbereitung und später bei der Durchführung der beabsichtigten Operation betrifft, so ist mir damals die Auffassung Hitlers bekannt geworden, die dahin ging, er hatte die Auffassung, dass Ungarn bestrebt wäre, mit deutscher Hilfe die 1918 verlorenen Gebiete wiederzuerringen und zu erweitern. Und außerdem, dass es befürchten würde, gegenüber einem mit Deutschland kriegsverbündeten Rumänien in das Hintertreffen zu geraten. In diesem Gesichtspunkt sah Hitler Ungarn auch in der Linie seiner Politik. Aber er war, wie ich das selber mit mehreren Beispielen beobachten konnte, Ungarn gegenüber sehr zurückhaltend. Und das hatte zwei Gründe. Einmal glaubte er, die Geheimhaltung über zukünftige kriegerische Vorhaben bei Ungarn nicht gewährleistet, wegen seiner engen Beziehungen zum deutschlandfeindlichen Ausland. Und zweitens, weil er Ungarn nicht früh, vorzeitig territoriale Versprechungen machen wollte. Ich kann dafür ein Beispiel anführen. Das ist die Frage des Ölgebietes von Dohobitsch. Später bei Eröffnung des Angriffs gegen Sowjetrussland erhielt die dort kämpfende deutsche 17. Armee von der obersten Führung auf den ausdrücklichen Befehl, unter allen Umständen das Ölgebiet von Drohobitsch vor dem Eintreffen der Ungarn in die Hand zu nehmen. Bezüglich dieses zukünftigen Partners war nach meiner Beobachtung das Verfahren Hitlers so, dass er zwar mit seiner sicheren Beteiligung rechnete und ihm deshalb auch die Rüstung lieferte und ihm half an der Ausbildung,
Dass er sich aber den Zeitpunkt, wann er diesen Verbündeten in seine Pläne einschaltete, vorbehielt. Drittens, die finnische Frage. Im Dezember 1940 erfolgte ein erster Besuch des finnischen Generalstabschefs Generalleutnant Heinrichs im Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres in Zossen. Generalleutnant Heinrichs hatte eine Besprechung mit dem Generalstabschef des Heeres, deren Inhalt mir nicht mehr erinnerlich ist. Er hielt aber einen Vortrag über den finnisch-russischen Krieg 1939-40 vor den Generalstabsoffizieren des Oberkommandos des Heeres und den damals gerade im Anschluss an die Kriegsspielbesprechung anwesenden Generalstabschefs der Heeresgruppen. Dieser Vortrag vor den Generalstabsoffizieren hatte seine große Bedeutung damals in dem Umstand, dass er in dieselbe Zeit fiel, in der gerade die Weisung Nr. 21 vom 18. Dezember herauskam. Dieser Vortrag hatte seine Bedeutung, indem er Kriegserfahrungen aus dem Kampfe mit der Roten Armee vermittelte und im Übrigen auch einen Einblick gab und ein Werturteil über den Wert der finnischen Truppen, also zukünftiger möglicher Kriegspartner. Einen zweiten Besuch des finnischen Generalstabschefs habe ich erlebt in Zossen, im Oberkommando des Heeres, in der etwa zweiten Maihälfte 1941. Der finnische Generalstabschef kam damals aus Salzburg, wo er Besprechungen gehabt hatte beim Oberkommando der Wehrmacht. Der Gegenstand seiner Besprechung im Anschluss daran in Zossen beim Generalstab des Heeres war das Zusammenwirken der finnischen Südkräfte bei einer Operation Barbarossa, Zusammenwirken mit der Heeresgruppe Nord, die aus dem Aufmarschraum Ostpreußen in Richtung Leningrad vorzugehen hatte. Es wurde damals die Vereinbarung dahin getroffen, dass das Antreten der finnischen Südkräfte sich richten sollte nach Maßgabe des Vorwärtskommens der deutschen Heeresgruppe Nord. Und dass ebenso dann das spätere gemeinsame Vorgehen gegen Leningrad von besonderen Verständigungen und Abmachungen, die sich aus der Entwicklung der Lage ergaben, abhängig gemacht werden sollte. Das sind die persönlichen Beobachtungen, die ich über das erste in Erscheinung treten und das Einbeziehen der Verbündeten in die Vorbereitung der Aggression beobachtet habe. Как было осуществлено вооруженное нападение на СССР, подготовленное гитлеровским правительством и главным командованием немецких войск? Я
Ich bitte noch einmal um Wiederholung. Ich habe die Frage nicht aufgefasst. Как и при каких обстоятельствах было осуществлено вооруженное нападение на Советский Союз, подготовленное гитлеровским правительством и верховным командованием немецких войск? Der Angriff auf die Sowjetunion erfolgte, wie ich ausgeführt habe, nach einem von langer Hand vorbereiteten und sorgsam getarnten Plan. Die Angriffstruppen waren zunächst in der Tiefe des Aufmarschraumes aufgestellt. Sie wurden erst auf besondere Weisungen abschnittsweise in die Ausgangsstellungen vorbefohlen und traten dann auf der ganzen langen Front von Rumänien bis Ostpreußen. Ausgeschlossen, hiervon blieb der finnische Kriegsschauplatz, zu gleicher Zeit zum Angriff an. So wie der operative Plan im Großen, wie ich eingangs ausgeführt habe, gewissermaßen gedanklich ausprobiert worden war, so wurde auch der Ansatz der Truppen im Einzelnen, in den Stäben der Heeresgruppen, Armeen, Korps, Divisionen, in Kriegsspielen durchgesprochen und dementsprechend in Befehlen bis in die Einzelheiten schon längere Zeit vor Kriegsbeginn festgelegt. Ein großes Täuschungsunternehmen, das von Norwegen und von der französischen Küste aus organisiert wurde, sollte die Absicht einer Landung in England im Juni 1941 vortäuschen und damit die Aufmerksamkeit von dem Osten ablenken. Aber nicht nur für die operative, sondern auch für die taktische Überraschung waren alle Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel das Verbot der sichtbaren Aufklärung an und über die Grenze vor Kriegsbeginn. Das bedeutete einerseits, dass man mögliche Verluste, die entstehen konnten durch den Verzicht auf die Aufklärung, in Kauf nahm im Interesse der Überraschung. Das bedeutete andererseits aber auch, dass man eine Überraschung über die Grenze herüber durch den Gegner nicht befürchtete. Alle diese Maßnahmen, die zeigen, dass es sich hier um einen verbrecherischen Überfall handelte. Как вы определяете цели нападения Германии на Советский Союз?
die Zielsetzung. Volga Archangels. Die weit über die deutsche Kraft ging. Charakterisiert an sich schon. Die Maßlosigkeit der Eroberungspolitik Hitlers und der nationalsozialistischen Staatsführung. Strategisch hätte das Erreichen dieser Ziele bedeutet, die Zerschlagung der Streitkräfte der Sowjetunion. Mit dem Gewinnen dieser genannten Linie wären erobert und unterworfen worden die Hauptgebiete Sowjetrusslands mit der Hauptstadt Moskau und damit mit der politischen und wirtschaftlichen Führungszentrale. Wirtschaftlich hätte das Gewinnen der genannten Linie bedeutet, die Inbesitznahme der wichtigsten Ernährungsgebiete, der wichtigsten Bodenschätze, einschließlich der Ölquellen des Kaukasus und der wichtigsten Produktionsstätten, Russlands und ferner des Hauptverkehrsnetzes des europäischen Russlands. Wie sehr es Hitler auf die Gewinnung wirtschaftlicher Ziele in diesem Krieg ankam, dafür kann ich ein Beispiel, das ich persönlich miterlebt habe, anführen. Am 1. Juni 1942, gelegentlich einer Oberbefehlshaberbesprechung im Bereich der Heeresgruppe Süd in Poltawa, erklärte Hitler: Wenn ich das Öl von Maikop und Krosny nicht bekomme, dann muss ich diesen Krieg liquidieren. Es waren für die Ausnutzung und für die Verwaltung der zu erobernden Gebiete die Wirtschafts- und Verwaltungsorganisationen schon längst vor Kriegsbeginn gebildet und bereitgestellt worden. Zusammenfassend möchte ich sagen, die genannte Zielsetzung bedeutete die Eroberung zwecks Kolonisierung der russischen Gebiete unter deren Ausnutzung und Ausbeutung und mit deren Hilfsmitteln
der Krieg im Westen zu Ende geführt werden sollte, mit dem Ziele der endgültigen Aufrichtung der Herrschaft über Europa. И последний вопрос. Кого вы считаете виновными преступного развязывания войны с Советским Союзом? Darf ich noch mal um die Frage bitten? Я повторяю вопрос. Кого вы считаете? Можно повторить вопрос? Tribunal is about to address an observation to General Rudenko. Tribunal thinks that a question such as you have just put as to who was guilty for the aggression upon Soviet territory is one of the main questions which the tribunal has to decide, and therefore is not a question which upon which the witness ought to give his opinion. Is that what counsel for the defense wished to object to? Jawohl, Herr Präsident, das wollte ich einwenden. Damit erledigt. Тогда, может быть, мне разрешить трибунал несколько иначе поставить вопрос. Кто из подсудимых являлся активным участником в развязывании агрессивной войны против Советского Союза? Von den Angeklagten, soweit sie in meinem Blickfeld lagen, die ersten militärischen Berater Hitlers, das ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel, der Chef des Wehrmachtsführungsamtes Jodl und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall, als Oberbefehlshaber der Luftwaffe und als Bevollmächtigter auf den rüstungswirtschaftlichen Gebieten. Заключая допрос, я резюмирую. Правильно я заключил из ваших показаний, что еще задолго до 22 июня
гитлеровское правительство и Верховное Главнокомандование планировало агрессивную войну против Советского Союза с целью колонизации территорий Советского Союза. Es unterliegt für mich keinem Zweifel, nach der ganzen Entwicklung, wie ich sie geschildert habe, in Verbindung auch mit den ganzen Weisungen, wie sie in der bekannten grünen Mappe herausgegangen sind. У меня все вопросы, господин председатель. Does any member of the French prosecution wish to ask any question? The British? The United States? Any member of the Defendant's Council? Herr Präsident, ich bitte, mir als Verteidiger des Generalstabes die Gelegenheit zu geben, die Fragen, die ich an den Zeugen zu richten habe, morgen Vormittag zu stellen. Der Zeuge ist für die Verteidigung jedenfalls überraschend von der Anklagebehörde gestellt worden. Und ich halte eine Besprechung über die zu stellenden Fragen für insbesondere wegen der Wichtigkeit der Zeugenaussage für unbedingt erforderlich. Ich bitte daher, das Kreuzverhör morgen zum Sitzungsbeginn durchführen zu dürfen. General Rudenko, if the prosecution has no objection, the tribunal thinks that this application ought to be granted. Если это угодно трибуналу, обвинение не возражает. Yes, very well. I don't know whether there's any other member of the Defendant's Council who would prefer to cross-examine now. Herr Präsident, ich nehme an, dass dann sämtliche Verteidiger morgen früh ihr Kreuzverhör mit dem Zeugen von St. Paulus vornehmen können. Yes, certainly. I was only asking whether any other member of the Defendant's Council would prefer. I was asking whether any other member of the Defendant's Council would prefer to cross-examine now. Ich persönlich würde nach der Pause meine Fragen stellen können. Very well. Then,
General Rudenko, the witness can retire.